Die Diagnose einer Tumorerkrankung stellt ein einschneidendes, oft traumatisierendes Erlebnis für einen Menschen dar. Auf der anderen Seite hat die moderne Medizin vielfältige Möglichkeiten der Tumortherapie geschaffen, sodass heute vielfach ein normales Leben, teilweise sogar Heilung möglich sind. Einen wesentlichen Baustein stellen die Möglichkeiten der Tumorschmerztherapie dar, von denen dieser Vortrag handelt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Patientin, lieber Patient, ich möchte mich gern vorstellen. Mein Name ist Klaus-Peter Pfad. Ich arbeite als Anästhesist in der Asklepios-Klinik Altona und bin als Oberarzt tätig und für die Schmerztherapie und für ein Schmerzteam zuständig. Wir betreuen in unserer Klinik sehr viele Patienten mit Tumorerkrankungen und in diesem Rahmen natürlich sind wir schmerztherapeutisch für diese Patienten tätig. Ich möchte gerne nach einer kurzen Einleitung die vielfältigen Möglichkeiten der medikamentösen Schmerztherapie darstellen. Dann möchte ich gern ein Beispiel für eine invasive Schmerztherapie, das heißt eine Schmerztherapie, die über Katheter oder über Spritzen durchgeführt werden kann, zeigen, um dann auf einen wesentlichen Schwerpunkt unserer Arbeit, unseres Schmerzteams, nämlich die Behandlung von Schmerzen, die durch Operationen ausgelöst werden. Da möchte ich zeigen, was wir da für Möglichkeiten haben. Ich möchte auf die Bedeutung der Teamarbeit in diesem Zusammenhang eingehen und am Schluss ein paar Sätze noch zur palliativen Schmerztherapie sagen. Vorab möchte ich gerne erklären, dass ich keine Interessenkonflikte habe, dass ich außer dem Geld von meinem Arbeitgeber von keiner Firma in Form von Geld oder Sachmitteln unterstützt werde. Wenn eine Diagnose einer Tumorerkrankung gestellt wird, dann haben 50% der Patienten bereits Schmerzen. Oft ist es so, dass die Schmerzen überhaupt dazu führen, dass ein Mensch zum Arzt geht und man dann eine Diagnostik macht und da im Laufe dieser Diagnostik dann die Tumorerkrankung feststellt. Schreitet diese fort, dann steigt natürlich der Prozentanteil der Patienten, die Schmerzen haben. Genauso ist es so, dass bei bestimmten Krebserkrankungen, beispielsweise wenn Knochenmetastasen da sind, in einem sehr hohen Prozentsatz Schmerzen auftreten. Was löst jetzt diese Schmerzen aus? Die Schmerzen sind zunächst mal meist direkt tumorbedingt. Das heißt, der Tumor kann in das Gewebe einwachsen, er kann in Knochengewebe beispielsweise einwachsen, er kann in Weichteile einwachsen, die können anschwellen. Eine relativ häufige Situation ist, dass Tumorgewebe auf Nerven drückt oder in Nerven sogar einwächst und daraus Nervenschmerzen entstehen. Diese Nervenschmerzen sind häufig auf der Schmerzskala sehr hoch angesiedelt. Das heißt, es sind sehr starke Schmerzen, die auch nicht immer einfach zu behandeln sind. Und wenn diese Nervenschmerzen mit Schmerzen, die durch anderes Gewebe ausgelöst werden, gekoppelt sind, dann spricht man von einem gemischten Schmerz oder in der Literatur Englisch vom Mixed Pain Syndrom. Daneben gibt es tumorbegleitende Schmerzen, die durch
Erkrankungen, die im Laufe des Tumors hinzutreten können, wie beispielsweise Wasseransammlungen im Bauchraum oder durch bestimmte Infektionen, beispielsweise mit dem Zoster-Virus oder mit Pilzen, hinzutreten können. Daneben gibt es dann die therapiebedingten Schmerzen, die auftreten können bei bestimmten Therapien. Das heißt, die Therapien können selber dann zu Schmerzen führen. Beispielsweise kann es im Rahmen einer Chemotherapie oder im Rahmen von Bestrahlung zu Schleimhautentzündungen oder zu Nervenschäden kommen. Ein wesentlicher Punkt sind Schmerzen, die durch Operationen ausgelöst werden können. Und da sagte ich bereits, dass wir noch auf die Schmerztherapie der Nachoperationsschmerzen eingehen werden. Der letzte Punkt ist natürlich der, dass ein Mensch, der einen Tumor hat, natürlich auch aus anderen Gründen Schmerzen haben kann. Also es können beispielsweise Kopfschmerzen vorher vorbestehend sein oder es können Rückenschmerzen sein. Es haben ja viele Menschen Rückenschmerzen, die dann sozusagen zu den Tumorschmerzen sich noch hinzuaddieren können. Die ganz wichtige Aussage, die ich Ihnen am Anfang machen möchte, ist die, es gibt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diese Schmerzen zu behandeln. Wir haben wirklich die große Chance, diese Schmerzen effektiv zu unterdrücken. Und Sie sehen hier eine Arbeit, die ich zitiere von Wiffen und anderen. Und in dieser Arbeit sind 152 Studien und 9 Übersichtsarbeiten eingeflossen. Sie sehen, dass 13.500 Patienten eingeflossen sind in diese Studie. Und das waren Patienten, die Tumorschmerzen hatten, mittelgradig bis sehr stark. Und Sie sehen, dass hier eine Skala genannt ist. Das ist eine Skala, die wir in Deutschland, aber auch international anwenden. Es ist eine Skala von 1 bis 10, auf der sich der Patient dann selber einschätzt in seinen Schmerzen. Und wir definieren es so, dass wir sagen, 1 bedeutet ein gerade eben wahrnehmbarer Schmerz und 10 bedeutet ein unerträglicher, nicht mehr steigerbarer Schmerz. Und die Patienten haben sich eben hier auf der Skala zwischen 4 und 8 eingeordnet. Das ist also ein mittelgradig bis sehr starker Schmerz. Und Sie sehen, wenn die Patienten jetzt behandelt werden, wenn die Patienten starke Schmerzmittel, also Opioide bekommen, dass dann 95% dieser Patienten innerhalb von 2 Wochen praktisch schmerzfrei oder sehr schmerzarm sind. Mit dem kleinen Nebensatz, wenn die Nebenwirkungen tolerierbar sind. Nebenwirkungen, was kann das sein? Das sind häufig Verstopfung, vor allen Dingen im weiteren Verlauf. In der Anfangsphase ist es häufig Übelkeit und Erbrechen, gegen die man natürlich gut etwas machen kann. Manchmal ist es aber notwendig, dass man die Therapie wechselt dafür. Das ist aber eine Routinemaßnahme. Das können wir sehr gut machen. Das ist also tägliches Brot sozusagen für uns. Was erwarten Sie? Was erwarten unsere Patienten von uns? Zunächst mal eine adäquate Schmerzeinstellung bei möglichst geringen Nebenwirkungen. Das zweite ist, dass natürlich erwartet wird, dass keine Folgeschäden durch diese Therapien auftreten. Das heißt, man kann natürlich auch durch Schmerzmittel könnten Organe geschädigt werden. Beispielsweise kann man den Magen-Darm-Trakt schädigen oder man könnte die Nieren schädigen. Das soll nicht sein. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir möchten natürlich nicht, dass durch die Schmerztherapie eine Abhängigkeitserkrankung noch hinzukommt. Sie wissen sicherlich alle, dass Schmerzmittel, wenn sie falsch eingenommen werden, wenn sie unkontrolliert eingenommen werden, wenn sie nicht durch Ärzte begleitet eingenommen werden, dass sie dann zu einer Abhängigkeitserkrankung führen können. Und dieser Punkt ist heute sehr im Fokus der Schmerztherapie. Den haben wir immer im Blick und wir werden immer alles dafür tun, dass dieses nicht eintritt. Ein weiterer Punkt ist der, dass wir möchten, dass
die Patienten autonom bleiben. Das ist sehr wesentlich, dass wir einen Patienten nicht von Pflegenden oder von Ärzten abhängig machen. Es macht also keinen Sinn, eine Schmerztherapie auf Spritzen zu basieren oder nur mit Pumpen zu arbeiten, sondern das Wesentliche ist, dass wir versuchen, über Schmerzmittel, die über den Mund eingenommen werden oder durch Pflastersysteme, die Patienten möglichst selbstständig zu lassen. Und in dem Wort Autonomie steckt es schon drin. Die Menschen möchten natürlich ihr normales Leben leben. Und dazu gehört natürlich auch, dass man am Straßenverkehr teilnehmen kann. Also das Autofahren ist für viele Patienten eine Riesenfrage. Und wir müssen alles dafür tun, dass unter der Schmerztherapie zumindest mittelfristig es möglich ist, dass man am Straßenverkehr teilnehmen kann. Sie erwarten mit Recht eine höchste Fachkompetenz. Was Sie aber auch erwarten als Patienten sind, dass die einzelnen Fachdisziplinen miteinander im Kontakt sind, im engen Kontakt sich absprechen und dass diese Absprachen auch mit Ihnen besprochen werden. Und das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Und ja, nicht zuletzt, jeder Mensch möchte gerne mitfühlend behandelt werden. Gerade im Rahmen der Tumortherapie ist eine empathische Betreuung ganz besonders wichtig und es ist uns ein großer Anreiz, dem gerecht zu werden. Schauen wir uns die vielfältigen Möglichkeiten an, die die medikamentöse Schmerztherapie heute bietet. Wir teilen die Schmerzmittel in drei große Gruppen ein. Wahrscheinlich ist Ihnen das auch bekannt. Das erste ist die Gruppe der Nicht-Opioid-Schmerzmittel. Das wichtigste Medikament im deutschsprachigen Raum in der Tumorschmerztherapie ist das Metamizol oder Novaminsulfon. Sie kennen vielleicht den Präparatenamen Novagin. Und das ist das am häufigsten verschriebene Präparat. Daneben gibt es in der Tumorschmerztherapie seltener angewandt, die entzündungshemmenden Schmerzmittel, die Sie alle kennen, Ibuprofen, Diclofenac, Präparatennamen Voltaren, kennen einige. Diese Medikamente werden kurzfristig auch eingesetzt, sind aber für einen mittel- und langfristigen Einsatz nicht so geeignet, weil sie Organe schädigen können. Das sehr gut verträgliche Paracetamol ist relativ schwach wirksam. Das heißt, das ist der Grund, warum es eben keine so hohe Wertigkeit in der Tumortherapie hat. Die große Stütze der Tumorschmerztherapie sind die Opioide. Und in den 80er Jahren wurden die Opioide zum ersten Mal in Tablettenform und dann in einer Retardform verfügbar. Retard heißt, dass das Präparat langsam freigesetzt wird und dafür lange wirkt. Und das war damals eine bahnbrechende Erneuerung. Und ich gehe gleich noch einmal auf diese Möglichkeiten, die diese Präparate uns bieten, ein. Die dritte Gruppe sind die sogenannten Co-Analgetika. Das sind Medikamente, die eigentlich gar nicht zu den Schmerzmitteln gehören, bei denen aber in bestimmten Situationen das Medikament eine deutlich gute Schmerzdämpfung ermöglicht. Und da möchte ich ein Beispiel sagen. Sie sehen, dass dort die Antidepressiva und die Antiepileptika stehen. Und diese Medikamente können bei Nervenschmerzen entscheidend Vorteile bieten. Sie können sogar teilweise besser wirken als die Opioide und die Nicht-Opioide. Auch kortisonartige Medikamente gehören in diese Gruppe der Co-Analgetika. Kortison oder kortisonartige Medikamente wirken entschwellend
Und im Rahmen von Tumorerkrankungen kann es zu Schwellungen kommen. Beispielsweise, wenn in der Leber Metastasen sind, kann es zu einer Schwellung der Leber und einem dumpfen Schmerz kommen. Oder bei Hirntumoren kann es zu Schwellungen im Kopf kommen, die zu starken Kopfschmerzen führen können. Und da kann man mit kortisonartigen Medikamenten eine deutliche Schmerzdämpfung erbringen. 1986 hat die Weltgesundheitsorganisation eine wegweisende Empfehlung herausgegeben. Sie hat die Empfehlung herausgegeben, wie ein Tumorschmerz weltweit behandelt werden kann. Und diese Empfehlung ist so einleuchtend und so eingehend, dass sie heute nicht nur für Tumorschmerzen, sondern insgesamt für die Einstellung eines Patienten auf eine Schmerztherapie angewandt wird. Und dieses Stufenschema besteht aus drei Stufen. Ein Patient, der noch keine Schmerzmittel nimmt, wird auf die erste Stufe eingestellt. Er bekommt ein Nicht-Opioid-Schmerzmittel. Wenn dieses nicht zu einer befriedigenden Schmerzdämpfung führt, wird auf die zweite Stufe übergegangen. Es wird dann zu dem Nicht-Opioid-Schmerzmittel ein schwaches Opioid hinzugesetzt. Und wenn man dann immer noch nicht das gewünschte Ergebnis hat, dann wird dieses schwache Opioid wieder herausgenommen. Man geht auf die dritte Stufe und setzt stattdessen ein starkes Opioid ein. Das Nicht-Opioid-Analgetikum wird weiterhin genommen. Und Sie sehen an dem Satz, der oben steht, der also bedeutet, dass by the clock, also nach der Uhrzeit das Medikament gegeben wird, wie wesentlich es war, 1986 überhaupt zu empfehlen, dass man ein Schmerzschema macht. Bis dahin wurden Schmerzen eigentlich immer nur bedarfsweise behandelt. Das heißt, der Patient musste sich immer wieder melden, hat immer wieder Schmerzen bekommen. Und diese Schwankung, die wollte man rausnehmen. Und dadurch, dass man zu Beginn der 80er Jahre diese Retardpräparate bekam, war es möglich, über den gesamten Tagesverlauf eine Schmerzarmut oder Schmerzfreiheit zu erzielen. Und das war das Bahnbrechende. Die WHO hat gesagt, lasst es uns über den Mund machen, damit die Patienten unabhängig sind, und lasst es uns in Form eines Stufenschemas, also einer Leiter, machen, und lasst es uns individuell für den Patienten anordnen. 10 Jahre später hat die WHO dann das Ganze noch einmal aufgearbeitet, und Sie sehen, dass die drei Stufen im Wesentlichen geblieben sind, wie 10 Jahre zuvor. Aber man hat noch hinzugenommen die Co-Analgetika, weil man eben weiß, dass diese entscheidend gut wirken können. Und man hat eine Nebenwirkungsprophylaxe mit hineingenommen. Das ist ein wesentlicher Punkt der Schmerztherapie, der Tumorschmerztherapie, dass wir von vornherein die Nebenwirkungen behandeln. Und eigentlich die wichtigste Nebenwirkung ist die Verstopfung. Also was ein Tumorpatient wirklich überhaupt nicht brauchen kann, ist, dass er auch noch eine Verstopfung hat und da schon allein die Tumorerkrankung dazu führen kann. Wenn man dann auch noch durch die Medikamente, die wir jetzt schmerztherapeutisch geben, die Verstopfung verstärkt, wäre das ganz schlecht für den Patienten. Und deshalb wird von Anfang an, wenn Schmerzmedizin gemacht wird, sofort auch diese Nebenwirkung der Verstopfung mit behandelt, zum Beispiel durch Macrogol. Und Sie sehen, dass dann auf diese drei Stufen noch eine Stufe hinzugekommen ist, die invasive Therapie. Und ich habe sie extra etwas kleiner gezeichnet, weil sie eben nicht so häufig eingesetzt werden muss. Meistens gelingt es einem in Stufe 1 bis 3, die Patienten sehr gut einzustellen. Und ich zeige Ihnen eben gleich ein Beispiel dafür. Ich möchte ganz gerne, können wir einmal noch mal ganz kurz zurück, einmal noch mal diese Arbeit Ihnen empfehlen. Also wenn jemand es noch mal genauer nachlesen möchte, diese Arbeit, die die WHO 96 veröffentlicht hat, kann jeder sich im Internet herunterladen. Es ist eine hervorragende Zusammenfassung, wie sollte man Tumorschmerzen behandeln. Ich kann diese Arbeit wirklich sehr empfehlen. Was ist jetzt das Verordnungsprinzip? Also wie werden die Mittel
richtig verordnet. Und da gibt es einen großen Unterschied. Die Nicht-Opioid-Analgetika werden nach einem ganz bestimmten Schema, also man kann sagen, nach dem Lehrbuch angeordnet. Man weiß, in welcher Dosis muss man sie geben, man weiß, wie lange sie wirken, man weiß, welche Höchstdosis sie haben und entsprechend der Entgiftungsleistung des Patienten kann man sie sozusagen von vornherein schematisch anordnen. Anders sieht es bei den Opioiden aus. Jeder Mensch braucht eine unterschiedliche Menge von Opioid. Jeder Mensch verstoffwechselt Opioide anders. Das ist individuell vollkommen unterschiedlich, sodass wir uns bei den Opioiden immer von unten herantasten und dann vorsichtig die Dosis titrieren, also wie in der Chemie titrieren. Und erst wenn wir die Dosis gefunden haben, dann ein Zeitschema festlegen mit Retardpräparaten und zusätzlich die Möglichkeit geben, mit einem Bedarfsmedikation zusätzlich Schmerzspitzen abzufangen. Später muss man dann eventuell noch die Dosis anpassen. Das ist aber in aller Regel kein Problem. Und das Prinzip ist, die Opioide so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig anzusetzen. Ich habe das nochmal versucht, schematisch Ihnen zu zeigen. Sie sehen, dass also die Schmerzstärke gegen die Zeit auf zwei Achsen abgetragen wird. Und man würde jetzt also zu zwei Zeitpunkten, beispielsweise morgens um 8 und abends um 20 Uhr, immer das Retardpräparat geben und dazwischen beispielsweise Metamizol. Und damit hat man eine Basismedikation. Basismedikation bestehend aus Nicht-Opioid und starkem Opioid. Und jetzt können sich natürlich da drauf Schmerzspitzen aufsetzen, die hier so schematisch dargestellt sind. Und diese Schmerzspitzen werden dann mit einer Bedarfsmedikation, das ist das Opioid unretardiert, also schnell freigesetzt, schnell wirkend therapiert werden. Diese Schmerzspitzen, die durch eine Bedarfsmedikation behandelt werden können, muss man unterscheiden von einem anderen Phänomen. Wenn ein Patient immer, sagen wir mal, 2 Stunden bevor die nächste Dosis der Basismedikation fällig wäre, immer dann wieder Schmerzen bekommt, also in unserem Beispiel morgens um 5 oder 6 Schmerzen kriegen würde und abends um 17, 18 Uhr auch Schmerzen kriegen würde, dann nennt man dieses ganze End-of-Dose-Phänomen. Also praktisch die Dosierung der Basismedikation am Schluss immer abfällt. Und diese Form muss dann durch eine Erhöhung der Basismedikation behandelt werden. Ja, also das ist der Unterschied. Durchbruchschmerzen werden durch eine Bedarfsmedikation behandelt, während dieses Dosierungsproblem, dass es immer am Ende der Wirkzeit zu einem Dosisabfall kommt, das muss durch eine Erhöhung der Basismedikation behandelt werden. Idealerweise machen wir die Bedarfsmedikation mit demselben Wirkstoff wie die Basismedikation, also demselben Opioidwirkstoff, nur eben in schnell freigesetzter, unretardierter Form. Und zwar geben wir eine Dosis, die zwischen 1/10 und 1/6 der Tagesdosis beträgt. Und wichtig ist, dass man, wenn man jetzt weiß, dass bestimmte Tätigkeiten im Leben immer wieder zu Schmerzen führen, beispielsweise bestimmte Mobilisation, dass man dann antizipierend, also vorausschauend die Bedarfsmedikation schon eine halbe Stunde vorher nimmt, damit man dann diese Bewegung beispielsweise schmerzarm durchführen kann. Wenn man mehr als 3-mal am Tag so eine Bedarfsmedikation nehmen muss, dann ist es sinnvoll, die Basismedikation zu erhöhen. Dann reicht es also nicht aus, immer bei Bedarf noch oben einen draufzusetzen. Was für Medikamente haben wir jetzt zur Verfügung? Ich habe ja schon das Medikament Metamizol
genannt. Ich habe gesagt, das ist das am häufigsten eingesetzte Nicht-Opioid und es ist ein stark wirkendes, schmerzdämpfendes Medikament, das vor allen Dingen bei den Organschmerzen, also Schmerzen, die im Bauchraum oder im Brustraum auftreten, bei krampfartigen Schmerzen, die beispielsweise im Unterbauch, im Genitalbereich oder so auftreten können, oder fiebersenkend sehr gut wirksam ist. Das Besondere an dem Medikament ist, dass wir es auch für eine längere Einnahme im Grunde vorsehen können, weil es keine Organschäden macht oder in einem vernachlässigbaren Bereich und damit natürlich für eine Tumorschmerztherapie, die ja oft über eine längere Zeit laufen muss, geeigneter ist als beispielsweise eben das genannte Ibuprofen. Nebenwirkungen. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen, auch dieses Medikament. Was gar nicht so ganz selten auftritt, ist, dass es zu Übelkeit kommen kann. Da muss man gucken, ob man vielleicht dadurch das Medikament statt in Tropfenform, in Tablettenform oder so gibt. Damit kann man das oft ausgleichen, nicht immer, aber oft. Eine zweite Nebenwirkung, die wichtig ist zu wissen, es kann Allergien auf dieses Medikament geben. Wenn also ein Exanthem, also Pickel auftreten, dann muss man das ernst nehmen. Das Medikament muss dann abgesetzt werden, weil es in sehr seltenen Fällen dazu kommen kann, dass es richtig zu schwersten allergischen Schocks, sogenannten anaphylaktischen Schocks, führen könnte. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, den man wirklich in der Wertigkeit auch sehr klar nennen muss. Es gibt eine extrem seltene Nebenwirkung. Die Nebenwirkung, um Ihnen das klarzumachen, ist so selten, dass die meisten Ärzte in ihrem ganzen Berufsleben diese Nebenwirkung nicht ein einziges Mal sehen. Trotzdem ist sie sehr wichtig für den Patienten, weil sie lebensbedrohlich sein kann. Diese Nebenwirkung kann sein, dass das Medikament die Anzahl der weißen Blutkörperchen absenkt. Die weißen Blutkörperchen sind für die Infektionsabwehr zuständig. Und dieses Abfallen der Leukozyten nennt man Agranulozytose. Und wie würde man das als Patient merken, dass man so etwas hat? Wenn man also Metamizol einnimmt und drei Symptome gleichzeitig auftreten. Drei Symptome. Die Symptome sind Fieber, schwere Halsschmerzen wie eine Angina und entzündliche Geschwüre, also zum Beispiel so Bläschen, schmerzhafte Bläschen im Mund oder irgendwo im Magen-Darm-Trakt, kann auch hinten im Afterbereich sein. Wenn das gleichzeitig auftritt, diese drei Sachen, dann muss man das Medikament sofort absetzen und muss zu einem Arzt gehen und der muss eine Blutuntersuchung machen, ein Blutbild, das ist eine einfache Untersuchung und da kann man gucken, wie ist die Zahl der weißen Blutkörperchen und wenn man es absetzt, dann erholt sich diese Zahl wieder und dann ist alles in Ordnung. Wenn man das aber nicht beachten würde und immer weiter das Metamizol nehmen würde, dann könnte das eine lebensbedrohliche Erkrankung sein. Es ist mir sehr wichtig, dass die Patienten das wissen und wir klären unsere Patienten über diese Nebenwirkung auch auf. Dann gibt es die große Gruppe der Opioide. Ich habe es schon gesagt, wir teilen sie in zwei große Gruppen ein, die schwachen Opioide und die starken Opioide. Die schwachen Opioide, Sie kennen die drei wesentlichen Präparate, die wir in Deutschland meistens einsetzen. Das ist das Tramadol, das ist ein bekanntes Präparat. Seltener wird Tapentadol verwandt und dann gibt es das Tilidin. Ich habe das Tilidin ein bisschen hervorgehoben, weil wir in unserer Arbeitsgruppe das Tramadol nicht so gerne einsetzen. Tumorpatienten sind nicht immer jung und ältere Menschen vertragen das Tramadol oft nicht so gut. Das Tramadol hat auch eine Wirkung auf die Nerven im Kopf. Es wirkt ein bisschen antidepressiv und ältere Menschen haben davon manchmal so ein bisschen
kognitive Einschränkungen, fühlen sich nicht so ganz wohl dabei und das ist der Grund, warum wir das Tramadol nicht so gerne einsetzen. Wir würden eher zum Tilidin greifen. Was ist jetzt die Definition von schwachen Opioiden? Schwache Opioide sind Opioide, die man bis zu einer bestimmten Dosis nur steigern kann. Wenn man sie weiter steigert, die Dosis, dann steigt nicht mehr die Hauptwirkung, also die Schmerzdämpfung, sondern nur noch die Nebenwirkungen steigen an. Die Kombination von schwachen Opioiden mit starken Opioiden ist fast immer falsch. Die wenden wir nicht an. Damit komme ich zu den starken Opioiden und ich nenne Ihnen drei wesentliche Vertreter. Das erste ist das Morphin. Morphin ist sozusagen die Ursubstanz, die Grundlagensubstanz, viele sagen der Goldstandard. Und Morphin, ich komme nochmal zu der WHO, Morphin ist überall auf der Welt, jederzeit in jeder Form verfügbar. Es gibt es als Stoff, den man spritzen kann, es gibt es als Tabletten, es gibt es als Tropfen, wirklich in jeder Form. Das ist der große Vorteil. Über Morphin gibt es unendlich viel Literatur und das ist der große Vorteil dieses Medikamentes. Ein häufig eingesetztes Medikament im, das ist mir jetzt sehr wichtig, im akuten Bereich ist das Oxycodon. Oxycodon ist ein Mittel, das wir in Deutschland in wirklich den meisten Krankenhäusern um Operationen herum, um Operationsschmerzen oder Akutschmerzen zu behandeln, mit sehr großem Erfolg einsetzen. Aber ich würde Ihnen dieses Präparat nicht empfehlen für einen mittelfristigen oder sogar langfristigen Einsatz. Denn es ist ein Präparat, bei dem wir dann doch häufig sehen, dass die Dosis immer weiter gesteigert werden muss. Und ich sage jetzt hier auch ganz klar das Wort, es besteht dann ein gewisses Abhängigkeitspotenzial. Ich sagte Ihnen, dass wir das sehr auf dem Schirm haben und dass wir da sehr darauf achten, dass wir unsere Patienten da nicht gefährden. Und deshalb würden wir dann zu dem drittgenannten Präparat viel eher neigen. Wir würden also ein Präparat wie Hydromorphon einsetzen, ein hervorragendes, sehr starkes Schmerzmittel, mit dem wir sehr gut Tumorschmerzen behandeln können. Ich habe Ihnen da unten eine Arbeit auch genannt von überall. Und in dieser Arbeit ist mal untersucht worden, womit kommen die Patienten denn am besten klar? Worunter sind sie am zufriedensten? Und wenn Sie diese ersten drei genannten Präparate sehen, dann war es so, dass eindeutig die größte Zufriedenheit mit Hydromorphon in einer langen Retardform, und zwar in der 24 Stunden dauernden Retardform, da diese Patienten, die das genommen haben, waren am zufriedensten. Wenn eine Einnahme der Medikamente über den Mund nicht möglich ist, und das gibt es natürlich häufiger, dann hat man heute eine sehr gute Möglichkeit, auf ein Pflastersystem umzustellen. Pflastersystem bedeutet, dass das Opioid in einem Pflaster gebunden ist. Das Pflaster wird auf die Haut geklebt und dann wird der Wirkstoff über die Haut aufgenommen und gerät dann in die Blutbahn und wird zum zentralen Nervensystem getragen. Da gibt es zwei Präparate, das Fentanyl und das Buprenorphin. Und diese Präparate werden bei solchen Passagestörungen, wenn der Mensch nicht mehr über den Mund die Präparate nehmen kann, sehr gern eingesetzt. Und als letztes möchte ich Ihnen sozusagen ein Reservepräparat nennen. Ein Präparat, das in Situationen, wo wir eigentlich gar nicht mehr weiterkommen, wo wir wirklich alles versucht haben, mit den genannten Medikamenten die Schmerzen einzuhegen, wir das nicht schaffen. Und dann können wir mal einen Versuch mit Levomethadon oder L-Methadon machen. Und das ist ein sehr starkes Schmerzmittel, das anders als die anderen Opioide eine nochmal an anderen Bindungsstellen im Körper andockt und beispielsweise bei Nervenschmerzen noch einmal eine gute Wirkung haben kann. Dieses Präparat hat neben seiner teilweise verblüffend guten Wirkung
aber eben auch so seine Tücken, was die Dosierung angeht. Man muss da sehr viel Erfahrung mit dem Präparat haben. Und deshalb würden wir empfehlen, das wäre so eine Situation, wo ich Ihnen empfehlen würde, dass man immer daran denken sollte, wenn eine Schmerztherapie schwer einzustellen ist, dass man einen Schmerztherapeuten zu Rate zieht. Das ist einfach die Domäne der Schmerztherapie und da kann man, glaube ich, wirklich nochmal Ressourcen locker machen, die vorher vielleicht so nicht zu erzielen waren. Ein Trick, den wir häufig anwenden und der vielleicht für manchen Patienten dann verblüffend wirkt, ist der Opioidwechsel. Also das ist fast ein Selbstzweck, dass wir in bestimmten Situationen sagen, wir wechseln jetzt das Präparat. Solche Situationen wären angezeigt, beispielsweise, wenn man immer weiter die Dose steigern muss. Wir sprechen von einer Toleranzentwicklung, die sich aufbauen kann. Oder wenn es zu unschönen Nebenwirkungen kommt, dann würden wir so einen Opioidwechsel empfehlen. Und dafür, das ist relativ einfach durchzuführen, dafür gibt es Tabellen. Man kann die Opioide sozusagen ineinander gegenseitig umrechnen. Und wenn man das macht, dann wird die Dosis regelhaft halbiert. Das heißt also, man nimmt deutlich weniger, als man vorher gebraucht hat und hat trotzdem oft eine bessere Wirkung. Das ist ein Ergebnis, ein Phänomen, das bis heute nicht richtig geklärt ist, warum das so gut wirkt. Aber diese Opioidwechsel führen wir sehr gerne durch. Gut, nach diesen Ausführungen zu den Medikamenten möchte ich gerne ein Beispiel zeigen. Was kann man denn jetzt machen? Invasiv, also wenn man dann doch mit einer Nadel irgendwie in ein Organ hineingehen will, um Schmerzen zu dämpfen. Und da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, weil dieses Beispiel bei uns im Haus, wie ich finde, wirklich interdisziplinär auf beispielhaft gute Art und Weise durchgeführt wird. Und zwar handelt es sich um die Nervenausschaltung am sogenannten Plexus Coeliacus. Der Plexus Coeliacus, Sie müssen sich vorstellen, das sind die vegetativen Nerven, also die Eingeweide-Nerven, die die Oberbauchorgane versorgen. Das sind Eingeweide-Nerven, sind Nerven, die nicht wie andere Nerven irgendwelche Muskeln steuern, sondern das sind Nerven, die für das Körpergleichgewicht, wir sprechen von Homöostase, dafür verantwortlich sind. Und es geht hier um Organe des Oberbauchs, also ganz eindeutig bezogen auf den Oberbauch und da beispielsweise der Magen oder die Bauchspeicheldrüse, das Pankreas. Und man kann jetzt bei einem Pankreaskarzinom oder bei einem Magenkarzinom oder auch bei einer chronisch wiederkehrenden Pankreasentzündung, das ist natürlich kein Tumor, aber auch da machen wir das, eine Nervenausschaltung machen. Und ich möchte an der Stelle sagen, auch mit einem Dank sagen, dass wir da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den Radiologen unseres Hauses haben. Das heißt, wir würden die Patienten, die für dieses Verfahren geeignet sind, sozusagen vorbereiten, aussuchen, nachbereiten. Und die Radiologen würden dann allen voran Herr Professor Dr. Fischbach, der Leiter dieser radiologischen Abteilung, macht dann mit uns zusammen unter CT-Kontrolle die Positionierung der Nadel. Und das ist ein, ich sage es jetzt einfach, ich kann es sagen, weil er hier nicht sitzt, ein ausgewiesener Experte und die Radiologen können das wirklich sehr gut, die Nadel zu positionieren. Und das ist der entscheidende Punkt. Also es kommt da wirklich auf eine Millimeterarbeit an und ich zeige Ihnen dazu ein kleines Bild gleich. Sie sehen hier bei einer Patientin, die einen Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte und Sie sehen die Nadel im Bild.
Ich habe jetzt hier keinen Zeiger, aber ich, doch, da kann man es, genau, da kann ich den roten Punkt auch steuern. Ah ja, genau. Hier sieht man die Nadel, die also vom Rücken aus in örtlicher Betäubung eingeführt wird. Und Sie sehen hier die Wirbelsäule und die Nadelspitze liegt vor der Wirbelsäule und zwischen der Wirbelsäule und hier, das ist die große Bauchschlagader, also an einer ganz diffizilen Stelle. Und da kommt es eben wirklich auf Millimeter drauf an. Und Sie sehen das hier, wo es so ein bisschen hell ist, da ist also schon Kontrastmittel gespritzt worden. Das breitet sich genau richtig aus. Und dieser Plexus, dieses Nervengeflecht ist hier genau um das Gefäß herum angeordnet. Und wenn es einem gelingt, in diesem Bereich das Medikament, was man haben will, zu spritzen, dann kann man damit eine mehrwöchige, teilweise sogar mehrmonatige Schmerzerleichterung bekommen. Und das ist ein Verfahren, das man dann anwenden würde, wenn man beispielsweise mit den Opioiden einfach die Patienten nicht gut eingestellt bekommt. Dann würden wir dieses Verfahren machen und machen das dann mit sehr gutem Ergebnis und Erfolgsaussichten. Und ich möchte also ein bisschen für diese typische interdisziplinäre Zusammenarbeit, die man an diesem Beispiel sehen kann, werben. Damit komme ich zu dem einem Schwerpunkt unserer Arbeit, nämlich dass wir versuchen, Patienten, die jetzt im Rahmen einer Tumorerkrankung operiert werden müssen, dass wir versuchen, die im Rahmen eines Schmerzteams gut zu behandeln. Und wir setzen bei Tumoroperationen, die ja häufig im Bauch oder im Brustraum gemacht werden, großen Operationen setzen wir Periduralkatheter ein. Periduralkatheter, Sie kennen den Begriff, wahrscheinlich aus der Geburtshilfe. Und Sie sehen hier an diesen Statuen auf der linken Seite, wenn man den Periduralkatheter im Lendenwirbelbereich legt, dann können Sie sehen, dass die Wirkung in dem rot dargestellten Bereich ist und dass also der Unterbauch und die Beine betroffen sind. Nun möchten wir bei großen Tumoroperationen, dass die Patienten mobil sind, dass sie also schnell nach der Operation wieder aufstehen können. Und wir möchten ausdrücklich, dass das Herz auch im Bereich der Wirkung des Medikamentes ist. Deshalb legen wir den Periduralkatheter deutlich höher, nämlich im Brustwirbelbereich am Rücken. Und Sie sehen dann an der rechten Statue, wie dieses rote Wirkfeld sozusagen nach oben gerückt ist und den Bauch- und Brustraum ausmacht, während die Beine eben frei sind. Und warum ist das Herz so wichtig? Das Herz ist sozusagen mit seiner Nervenversorgung auch für die Stressantwort wichtig. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir damit mit dieser Maßnahme nicht nur die Schmerzen dämpfen, während der Operation und hinterher, sondern auch die Stressantwort des Körpers beeinflussen. Und das ist ein wesentlicher Punkt dieser Methode. Natürlich lässt sich nie jemand gerne irgendwie mit einer Nadel ins Kreuz pieksen. Wir alle wissen, da sind die Nerven, die wichtigen Nervenstrukturen, da ist das Rückenmark. Und natürlich können Sie sich darauf verlassen, dass das Leute machen, die das Verfahren beherrschen. Die Patienten werden in der Anästhesieambulanz darüber aufgeklärt. Aber uns ist es jetzt wichtig, dass auch die Patienten nochmal eine Möglichkeit haben, das sie hinterher betreuende Schmerzteam kennenzulernen. Und deshalb gibt es nochmal ein extra Gespräch zwischen einer unserer Pflegekräfte, die sich spezialisiert haben auf Schmerztherapie, sogenannte Pain Nurses. Damen und Herren, die speziell Schmerzen behandeln, wirklich eine hochspezialisierte Tätigkeit, und die sprechen mit den Patienten, erklären ihnen das Verfahren noch einmal. Und Sie sehen hier so eine kleine Pumpe, die in so einer Tasche dann getragen werden kann. Und Sie sehen an der Pumpe einen wesentlichen Punkt, nämlich diesen weißen Schalter. Diese Pumpe läuft und gibt Ihnen oder würde Ihnen ein
Medikament sozusagen kontinuierlich verabreichen. Sie hätten aber immer noch die Möglichkeit, über so einen Schalter extra sich noch etwas abzurufen. Sie haben damit eine maximale Autonomie. Und es ist ganz wichtig, dass Sie sowohl Vertrauen zu dem Pumpenverfahren als auch zu dem Personal haben. Und da ist uns dieses Vorgespräch sehr wesentlich. Sie sehen, wie dann im Operationsbereich in örtlicher Betäubung wird das gemacht. Achten Sie vielleicht auch hier bei diesem Bild wieder, wie immer jemand da ist, der Sie auch in der Situation begleitet und hält. Also das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Keiner sitzt gerne irgendwie vor einem Menschen, der mit einer Nadel kommt. Also es ist wichtig, dass Sie immer auch jemanden haben, der sich um Sie kümmert und es wird dann eben dieser Katheter eingelegt. Das kann man in örtlicher Betäubung machen. Das tut auch nicht besonders weh. Und nochmals gesagt, das Zielpunkt ist die Schmerzdämpfung und die Stressminimierung. Versuchen zu erreichen ist, dass nicht der Tumorschmerz sich mit einem Nachoperationsschmerz addiert und das zu einer Chronifizierung der Schmerzen führt. Sie sehen unten an der Schemazeichnung, dass da ein sehr feiner Katheter eingelegt wird und der liegt dann zwischen zwei Dornfortsätzen und kommt in die Nähe der Nerven, die aus dem Rückenmark austreten. Und Sie sehen an dieser Schemazeichnung der orange markierte Bereich. Das ist der Bereich, wo dieses Medikament dann wirkt. Hinterher, nach der Operation, werden Sie betreut von dem Schmerzteam. Es werden täglich zwei Visiten durchgeführt. Es wird natürlich geguckt, ob die Methode gut funktioniert. Im Bedarfsfall wird nochmal die Pumpe nachjustiert. Also es wird nochmal die Pumpeneinstellung kann verändert werden. Und Sie sehen an dem unteren kleinen Bild, dass die Patienten schon am OP-Tag oder einen Tag später aufstehen können, mobil sind und das trägt wesentlich zum Heilungsverlauf bei. Wenn die Periduralanalgesie, wie wir sagen, gut funktioniert, dann ist es möglich, dass darunter sogar Schmerzfreiheit gegeben ist. Also es ist wirklich eine verblüffend gute Wirkung und wir erleben das immer wieder, dass wenn wir nach einer Woche beispielsweise diesen Schmerzkatheter dann entfernen, dass die Patienten dann sagen, oh, jetzt weiß ich überhaupt erst, wie gut das gewirkt hat. Und das ist dann der Tag 7. Jetzt stellen Sie sich vor, wie wäre der Schmerz gewesen am OP-Tag oder am Tag danach, wenn man diesen Katheter nicht gemacht hätte. Also ein Verfahren, das wirklich eine hervorragende Wirkung hat und das macht uns sehr viel Spaß, damit Patienten therapieren zu können. Das ist ein Verfahren, das natürlich technisch ein bisschen anspruchsvoll ist. Es ist vor allen Dingen aber ein personalaufwendiges Verfahren. Und ich möchte wirklich betonen, dass eine gute Tumortherapie, vor allen Dingen aber auch eine gute Schmerztherapie, einfach darauf basiert, dass Menschen da sind, die eine gute Arbeit an den Patienten machen. Und ich habe mal versucht zusammenzustellen, ich hoffe, dass ich da keine wesentlichen Gruppen vergessen habe, wie viele Gruppen eigentlich von Teams um einen Patienten sich scharen, die eine Tumortherapie machen und eine Schmerztherapie. Und ich habe die alle durch die Beziehungspfeile sozusagen verbunden. Und da ist mir klar geworden, was für ein unglaublich dicht gewebtes Netz das im Idealfall darstellt. Und wir Schmerztherapeuten, uns sieht man sozusagen da unten rechts, wir versuchen auch diese verschiedenen Gruppen dann teilweise zu nochmal mit hinzuzuziehen. Also nehmen wir mal das Beispiel, jemand leidet sehr unter seinen Schmerzen, dass wir dann nochmal die Psychologen oder die Seelsorger mit hinzunehmen. Und wenn wir das alles gut hinbekommen, und nur dann, wenn wir das gut hinbekommen, wenn dieses Netz wirklich tragfähig ist, dann
werden wir dem Patienten, der sozusagen in der Mitte dieses Ganzen steht, gerecht. Zum Schluss noch ein, zwei Sätze zur palliativen Schmerztherapie. Das Wort palliativ, viele werden es sicher wissen, leitet sich vom lateinischen pallium, also Mantel, ab. Es geht in dieser Phase einer Krebserkrankung nicht mehr darum, eine Heilung zu erzielen, sondern es geht darum, dass wir den Menschen in seiner Gesamtheit noch mehr, als es bisher der Fall war, in den Mittelpunkt nehmen, weil wir wissen, dass die Erkrankung zu diesem Zeitpunkt eine begrenzte Zeit dem Menschen noch ermöglicht. Viele Dinge treten dann vielleicht in den Hintergrund, andere Dinge treten in den Vordergrund. Die Erhaltung von Autonomie, die Erhaltung der Würde des Menschen ist ein oder der zentrale Punkt. Natürlich versuchen wir, die Schmerzen so wie vorher auch zu reduzieren, aber das bekommt nochmal eine andere Wertigkeit. Es wird noch viel wichtiger, dass wir immer wieder uns mit dem Patienten abstimmen, was möchte er eigentlich, seine individuellen Bedürfnisse herausfinden. Die sind nicht bei jedem Menschen dieselben. Der eine sagt, ich möchte unbedingt keine Schmerzen haben. Der andere sagt, ich nehme Schmerzen, würde Schmerzen in Kauf nehmen, wenn ich dafür einen klaren Kopf behalte. Und ein dritter wird vielleicht sagen, macht es mir doch irgendwie möglich, dass ich und damit entlassfähig bin. Das heißt, wir müssen sehr individuell uns auf die Bedürfnisse des Menschen einstellen. Und wir begleiten diesen Menschen zusammen mit den anderen Teams natürlich, aber wir begleiten die Patienten dann schmerztherapeutisch, die Patienten, und häufig auch kommen die Angehörigen nochmal ganz in den Fokus, die Angehörigen, die sich Sorgen machen, die auch informiert werden wollen. Und es sind dann oft nicht nur Schmerzen, die eine Rolle spielen, es sind auch andere Symptome. Also die Kontrolle von Symptomen wie Übelkeit, wie Luftnot, wie Angst, das sind alles Dinge, die wir dann im Blickpunkt haben. Und neben den Medikamenten spielen dann natürlich die Gespräche eine sehr wesentliche Rolle. Letztendlich ist ein entscheidender Punkt, dass wir die Ängste nehmen und versuchen, die Ängste zu nehmen, dass der Patient unter Schmerzen stirbt. Das ist uns ein sehr, sehr großes Bedürfnis und ein sehr wesentlicher Aufgabe dann in so einer palliativen Situation. Ich fasse das Ganze zusammen. Wir machen die Tumorschmerztherapie konsequent nach dem Stufenschema. Wir setzen sehr häufig Metamizol als Nicht-Opioid ein. Wir suchen uns ein geeignetes Opioid als Basis und als Bedarfsmedikation. Wir versuchen, die Opioide über den Mund, also den normalen Weg, oder über die Haut zu geben. Wir setzen Co-Analgetika ein, um Schmerzen, die man anders gar nicht so gut beherrschen kann, zu behandeln. Wir legen großen Wert auf eine Nebenwirkungsprophylaxe, Stichwort Verstopfung. Wir haben die Möglichkeit, da habe ich Ihnen das Beispiel gezeigt, auch invasiv tätig zu werden. Das spielt aber zahlenmäßig nicht so eine große Rolle, ist aber, wenn man es macht, dann sehr wirksam. Wir haben, und das ist zahlenmäßig sehr häufig, mit Operationsschmerzen zu tun. Die können wir durch so eine Maßnahme wie einen Peridoralkatheter sehr gut behandeln in unserem Schmerzteam. Ich würde sehr empfehlen, dass im Problemfall ein Schmerztherapeut hinzugezogen wird. Bei dem muss man nicht
jede Woche sein, aber der sollte die Fachberatung machen und Kompetenz. Und die Zuwendung ist ein wesentlicher Teil der Therapie. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich lese, dass wir Probleme mit dem Ton hatten. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass das im Wesentlichen rübergekommen ist. Und danke für den Nachsatz, den Sie da persönlich geschrieben haben. Ja, ich stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung. Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie Fragen haben. Vielleicht an dieser Stelle, bevor ich es nachher vergesse, natürlich ist es möglich, dass Sie, wenn jetzt persönliche Dinge sind, die man jetzt auch hier nicht so gerne beschreiben möchte, können Sie natürlich auch mich anrufen und die Telefonnummer können Sie im Internet von der Homepage runterladen und können auch über E-Mail oder so Kontakt aufnehmen. Ja, dann, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich mich gern verabschieden. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und dass Sie sich das angehört haben. Und wenn Sie Patient unserer Klinik werden, dann lassen Sie uns bitte Bescheid geben. Wir kümmern uns gerne, wenn Sie Schmerzen haben, gerne darum im Schmerzteam. Vielen Dank.